Hallo, ich begrüße euch mal wieder bei Märchenstunde mit Onkel Goblin. Heute erzähle ich euch das Märchen vom Rotfröschchen. Das Rotfröschchen war ein kleiner Frosch, der hüpfte durch den Wald. Er war auf dem Weg zu seiner Oma, denn seine Oma war ein Terminator. Und die hat den Wolf mal so richtig... Nee, Moment, Quatsch, stimmt die Story nicht mehr. Nein, nein, die Oma war kein Terminator, die war ein Busenmodel. Also früher mal, jetzt ist alles so ein bisschen, ja, jedenfalls, das Rotfröschchen war auf dem Weg zur Oma und hatte ein paar Sachen dabei, ein Schnaps, ein Rollbraten, ein Speed, eine Beluxleuchte und ganz wichtig, weil die Oma ist ja auch nicht mehr so alt, nee, nicht mehr so jung, Cookie Dent, den Dreiphasenreiniger. Jedenfalls, so hüpfte das Fröschchen durch den Wald, hoppli, 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 hoppli. Ne, und da traf es den bösen Wolf. Das war ein grauhaariger Wolf und hatte den Namen Gary. Der Sprache ein bisschen seltsam. Ich werde es nicht nachmachen, weil das kann ich nicht. Jedenfalls traf es den Wolf und der Wolf sagte, Hallo Rotfröschchen, wo willst du hin? Das Rotfröschchen schaute den Wolf an und dachte, den kenne ich gar nicht. Wer ist denn das jetzt? Also sagt es, ja, ich bin das Rotfröschchen und ich bin auf dem Weg zum Supermarkt. Ja, aber Rotfröschchen, du hast ja schon ein paar Sachen dabei. War vorhin noch bei Schlecker. Ach so, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Weg, ne? Ja, und damit war das Märchen vorbei. Nee, Quatsch. Da war noch mehr. Also ich glaube, unterwegs hat es dann irgendwo noch das Dornröschen wachgeknutscht. Die waren ein bisschen entsetzt, dass sie von einem Frosch geküsst wurde. Schmiss den an die Wand, woraufhin der Frosch Dornröschen wegen Schmerzensgeld sehr hoch verklagt hatte, was darauf führte, dass sie ihn heiraten musste und er dazu zum Froschkönig wurde. Oder war das anders? Jo. Ich lese es nochmal nach. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Kinders. Wie war denn das? Hey.